Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas. Letztes Mal haben wir arg und grobst gefailt und bei OG, dem Gangster, dem Obergangster Loke. Und heute, ich würde sagen, begeben wir uns mal zu Big Smoke. Der hat sicher vielleicht eine interessantere Mission. Ich will jetzt nicht das Auto hier aufgeben, das ich da in der Garage stehen habe. Ich hole mir einfach das, boah. Das hier, ja, das hier schaut gut aus. Und fahr dann gleich mal zu Big Smoke. Und irgendein Radio ist böse anscheinend und ich weiß noch nicht welches. Ich muss mir das erst anschauen. Bis dahin muss leider der Radio ausbleiben. Vielleicht werde ich eigene Musik nachher einspielen. Aber dafür kann ich noch nicht garantieren. Ich muss erst mal dran denken. Und wie schon so oft bemerkt und gemerkt, vergesse ich das gern mal. Und schauen wir mal, was unser Freund Big Smoke zu sagen hat. Hey, Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig ass. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! Okay. What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. Three deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. Okay, dann machen wir da mal mit. Too small. Unity Station. Fahr zur Unity Station. Ja, gerne. Oh, ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ich habe ein sehr mieses Gefühl dabei. Mal gucken. Mal gucken, was hier zu tun ist. Aber ich habe ein mieses Gefühl dabei. Der Zug steht schon hier. Möglicherweise hat das was mit dem Zug zu tun. What are we looking for, Smoke? Some bogus cats meeting some San Fierro reaper cutting some kind of deal. Okay. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SAs. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. Oh Gott. Das schaut nach einer Schießerei aus. We gotta get those fools. Okay. Okay. Warum immer mit dem Moped? Get me close, DJ. I'm about to pop these fools. Roll up on him, DJ, so I can get a shot. Okay, dann triff auch wenigstens Big Smoke. Das wäre nice, wenn du das machen würdest. Ah ja, genau. Rucki, rucki. Oder müssen wir kurz stoppen? Genau deswegen. Jetzt geben wir wieder ein bisschen Stoff. Drei sind noch. Na, hallo, Spiel. Beruhig dich doch. Okay, jetzt hat sich's wieder beruhigt. Nice one. Oh, kommt er eben. No problem. Sag ich dann nur, okay. Oh, das hätte ich nicht jetzt zum Gas gehen sollen. Oh fuck, der ein andere hängt nur dran. Das ist scheiße. Das heißt, er schafft es wieder hoch. Recht wahrscheinlich. Okay. Ah, das ist wirklich die Mission. Das ist ja witzig. Das ist witzig, ja. Sofern ich nicht vom. Okay. Okay. Okay, und jetzt wieder rein da. Alles klar. Oh fuck. Solange die nicht treffen, ist alles okay, würde ich sagen.
Oh, das Problem könnte jetzt sein, dass wir zu langsam waren. Denn hier ist nämlich schon das Ende. Oh, das wäre bitter. Ah, fuck. All we had to do was follow the damn train, CJ. Ah ja. Ah ja, okay. Wieso das abgestiegen ist, egal. Dann fahren wir halt. Ach, das nochmal. Ach ja. Das ist dann gar nicht so einfach. Und deswegen fahren wir es nochmal anscheinend rüber. Und das Ganze nochmal zu machen, was, naja, schwachsinnig wäre, weil wir es so auch schaffen können. Aber nein, dann halt doch nicht. Oh, die Sanchez. Oh. Genau zwischendurch. Genau zwischendurch. Unglaublich. Okay, SFUR brauchen wir auch nicht, K-Dust auch nicht. Wie gesagt, Radio aus, denn das hat mir schon einige kleinere Mahnungen gebracht. Ja, ich gehe schon. Kein Stress. Okay. Oh, ich stütze nicht, geil. Anscheinend habe ich gute Motorrad-Skills. Hallo, Officer. Okay, hoch da auch. Naja. So. Okay. Dann nochmal zu Big Smoke. Big Smoke. Oh, alles. Tschüss. Das ist schon ein weiter Weg, merke ich gerade an. Aber so verbessern wir auch unsere Motorrad-Skills. Und das ist dann halt notwendig auch, um das Ganze hier besser zu meistern. Sagen wir mal so und so. Boah. Und ich bin nicht gestürzt, sehr schön. Wundert mich, ehrlich gesagt. Aber, naja. No comment, sage ich da meistens dazu. Ist auch diesmal so. Und, ja, rein da. Ah, ich muss erst absteigen. Und nochmal den Dreck machen. Okay, dann fahren wir halt nochmal dorthin, um das Ganze nochmal zu machen. Ist ja nicht schlimm. Machen wir halt jede Mission doppelt. Hilft eh nix, mehr oder weniger. Aber hey, es gehört dazu, Mission doppelt zu machen. So, wir wissen so. So, jetzt aufsteigen, komm Smoke. Komm, hopp, hopp. Wir haben nur 2 von 4 erledigt. Mal schauen, ob ich diesmal... Ja, dann mach das bitte. Okay, mach mal. Haben wir schon einen? Sehr geil. Oh fuck. Oh fuck. Das war nicht geplant. Komm schon, Big Smoke, komm. Komm. Schneller. Oh, das wird jetzt wieder knapp. Verdammt. Bis da drüben. Ich muss bis zum Tunnel. Hier. Schön für den Zug hier. Okay, da ist der zweite down. Na komm schon, schieß. Na komm schon, schieß die runter, Smoke. Das wäre bitte schon notwendig. Okay, fahr ein bisschen schneller. Das wäre nice. Ja, kein Stress, Sir.
fahren wir halt wieder runter. Kommt schon, das kann doch nicht so schwer sein. Es sind noch immer drei oben her. Wie viel haben die denn? An Health. Ist ja unglaublich. Jetzt ist der zweite erstmal down hier. Unglaublich, wie lange das dauert. Okay, das war's schon wieder. Ach, fuck it. Hm. Fuck. Okay, ich mache einen kleinen Cut hier. Okay, diesmal könnte es knapp werden. Ich hoffe, diesmal klappt es. Oder auch nicht. Komm schon, komm schon. Triff noch einmal, triff noch einmal, triff noch einmal. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl! Oh! Ich hab's geschafft. Holy f... Das war so knapp. Tja. Big Smoke, nicht sterben, bitte. Lol. Oh, ich dachte schon. Okay, bitte jetzt nicht umfahren. Unnötig. Danke. That's what I was doing. Well, if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Okay, wir könnten dich die Wagen so leicht umhauen. Hui. Ich muss hier aufpassen, dass ich hier wirklich nicht einen Unfall baue, weil der nächste Unfall könnte mein Ende bedeuten. Und naja, das war ziemlich knapp gerade. Und naja, ich habe es geschafft. Mehr oder weniger, wenn ich jetzt lebend nach Hause komme. Schaffe ich das? Das ist die Frage. Weil es gibt manchmal solche Idioten wie der da gerade, der einfach die Fahrt nach rechts versperrt. Weil der einfach mal meint, ich muss jetzt über den Mittelstreifen fahren. Ja, das könnte es immer wieder geben hier. Oder sowas. Es ist immer wieder möglich. Deswegen fahre ich auch jetzt ganz vorsichtig hier hoch. Hui, und jetzt geht's runter hier. Das wird lustiger, wenn uns hier nichts entgegenkommt. So, hui. Okay. Nur einfach mal so drüber jumpen, das ist cool. So, und jetzt fahren wir dem der Spur einfach nach, bis wir zu Hause sind bei Big Smoke. Das habe ich gerade nämlich gesehen, wie ich gecuttet habe, dass ich hier einfach ganz gechillt abkürzen kann. Das mache ich jetzt auch, denn dann sind wir gleich hier bei ihm. Und ja, dann war es das nämlich für diese Mission mal zumindest. Mal schauen, was wir als nächstes bekommen. Vielleicht gehe ich nochmal die Sneaky Mission an. Aber vorher speichern natürlich. No problem, Sir. Das sage ich da nicht. Hey, I'm sorry, man. It's straight Jack. Sorry, genau. Das trifft's. Bravura. Naja, die Standardkarre hier. Mehr oder weniger. Die immer rumdriven. Ist ein bisschen trashiger schon, aber naja, die ist gar nicht so langsam. Okay, dann parken wir die auch mal neben in der Garage. Denn das werde ich gleich wieder brauchen. Nach der nächsten Mission. So. Mission. Haus der Johnsons. Okay. Speichern wir mal hier. Okay. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes für Missionen haben. Wieder Big Smoke. Das schaut schon mal gut aus. Denn die Sneaky Mission, die mache ich später nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Geduld habe. Hat
Ah, jetzt geht's. Komm schon. Da fahren wir nochmal zum guten Big Smoke. Schauen wir mal, was der uns jetzt nochmal zu sagen hat. Ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir wieder selbst ran. An das Gerät. Dass wir wieder ein bisschen fleischen müssen, sagen wir mal so. Okay. Dann schauen wir mal, was der zu sagen hat. Just Business. Hey CJ, baby, what's up, man? Okay. What's happening, Smoke? Chilling. Wanna go for a ride? Yeah. You drive. All right. We going downtown. Okay. Ich glaube, das wird wieder lustig, weil mit Big Smokes. Mein Gott. No, man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, CJ. We could be getting into some heavy shit, baby. What you into, Smoke? A lot of shit about to go down, Carl. Family's coming back, ballers pushing base, Russian cats with nothing to lose about to bust some ass. Russians? Now, all my life, I've been told to fear the Russians. But I ain't never even met them. Then the wall comes down and we all supposed to be friends. 5 minutes later, my cousin gets laid out by some Rusky fresh off the boat. For real? For real. Okay. Oh. Oh. Look, Carl, before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. Okay. Hey, baby. Want company? Motherfuckers! CJ, get in here! Oh, now you a fuse up top! They blast like fools in this motherfucker! Okay. Ice cold food, CJ! Big Smoke! Können wir mal ein bisschen ballern, würde ich sagen. Watch yourself, CJ! I think he's pissed! CJ, take the right and cover my ass! Keep it up, baby! That's my job! Making y'all pay! Okay. Das sind die russischen, glaube ich. Die russischen Gangster. Bam, bam. Bam, bam. Na komm schon. Jawohl. Ist nämlich gar nicht so einfach mit der Steuerung hier. Okay. Na komm schon, Heddy. Okay. Okay, da oben ist auch einer. Na komm schon. Okay, ich will nur schnell die Sachen hier holen. Ein bisschen Kohle, Kohle. Da ist mir wohl GTA abgeschmiert, wie es ausschaut. Und schauen wir mal, was wir hier noch so alles erholen können. Oh, komm schon, bevor das Geld weg ist hier. Schnell noch einsacken, was möglich ist. Okay, Waffen liegen hier wohl. Oh, Schutzweste. Oh, die Schutzweste wollte ich. Na, komm schon. Okay. Okay, so schaut das schon gut aus. Da müssten noch irgendwo welche sein. Da zum Beispiel. Okay. Time to return the favor, baby. Get on. Lol. Okay. Muss ich jetzt den Shooting-Kram machen? Ich hätte ein bisschen gerne Muni aufgesammelt noch, aber wenn es so schnell verschwindet. Oh. Okay, nice. Das ist schon geil. Nach meinem Geschmack. Das ist so geil, die Mission. Okay. Nice. Der soll draufgehen, der Wichser. Naja, gut. Never did public presentation again. Damn! Roadblock! Oh,
Okay, komm, das muss ich überleben. What you thinking? Flood control is a dead end, man. The hell with that. We had to lose those cars. Don't worry about that. I know a way out. Up past Grove Street. The old sewer tunnel. Oh, man. Watch out back. Smoke is more bite. Okay, lol. Sehr geile Mission. Auf die kann ich mich nicht mehr so erinnern. Aber die ist eigentlich geil. Das ist die erste richtig geile Mission hier. Ist zwar nicht so einfach, aber trotzdem noch immer einfacher als manch andere. Oh shit. Okay. Jetzt wird's lustig. Okay, komm schon. Okay, das war Glück. Okay, oh, damn. Okay, das schaffe ich noch mit dem... Oh. Okay, what the fuck, warum ist das explodiert? Wow, nice. The gate, Carl, the gate! Man, I used to hate this tunnel when we was kids. Okay, das wird nochmal knackig hier. Gut, dass sie mich nicht so leicht treffen. Nice. Okay. We lost him, Smoke. Man, we better split up. I'll take it another block and dump it. Man, that was some crazy shit back there. Oh yeah. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Woo. Geile Mission. So, es ist doch mal eine geile Mission und nicht so... Oh, okay. So geht alles im Drive-By. Dann feuere mit Maustaste L. Oh, lol, ich habe fast keine Muni mehr hier. Okay, dann konnte ich doch mit meiner Muni schießen, bis es den Anschein hatte. Super. Wie auch immer. Ich habe mir einfach ein bisschen... Muni vorher noch bei meinem Kollegen hier. Okay, dann mache ich das mal. Weil ich habe jetzt fast nichts mehr und das ist nicht gut bei GTA. Ganz und gar nicht. Ist ja nur Pistol, aber hey, who cares? So. Wo bekomme ich meine heiße Barre? Da hinten, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Hier, ja, genau. Hier war das. Im Hinterhof hier. Genau. Okay. Dann holen wir uns die Waffe hier mal. Die Gun. Wie viel habe ich jetzt? Naja, geht. Naja, geht. Okay. Dann fahre ich jetzt nach Hause. Ich muss mir immer das markieren auf der Karte. Okay. Dann machen wir das jetzt und fahren endlich nach Hause. Und den Ding wieder aus, weil ich weiß ja nicht, was ich benutzen darf. Na toll. Das Auto hat mich auch noch geil davon abgehalten, gut zu fahren, gut da durchzufahren. Und jetzt stinke ich hier. Lol. Okay, ich konnte keine zwei Tasten wieder mal auf einmal drücken, was komisch gerade war, aber gut. Okay. Dann
fahre ich hier rein. Wie das Zweitkarre. Einfach nur so zum nebenher driven. Was einfach so passieren kann. So, dann speichern wir. Oh, damit. Drüber gesprungen. Ja, ich bin gut. So, dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dorthin, spielt schön brav weiter.